Ja, moin, schon wieder hier mal von der Ostsee. Ja, dieses Mal nicht in Mecklenburg-Vorpommern, sondern wieder im schönen Schleswig-Holstein. Kelnhusen bin ich heute. Weiter da hinten ist die beleuchtete Seebrücke. Und ich bin eigentlich so ziemlich am Norden, am Nordstrand nennt sich das auch. Da hinten ist ein DLRG-Wachposten. Hier ist so ein schöner Steg, so eine Slip-Anlage, will ich mal sagen. Ja, und warum bin ich hier? Könnt ihr sehr wahrscheinlich erkennen. Ich habe gestern mal wieder in meine Viewfinder-App geguckt und die meinte, es könnte heute ein bombastisches Morgenrot geben. Das blende ich euch mal ein. Und ja, es sieht wirklich danach aus. Also nahezu freier Horizont. Da hinten ist so ein bisschen was, also, aber das sehe ich eigentlich gar nicht als Problem. Da ist eine schöne Wolkendecke, die wird dann im Laufe des Sonnenaufgangs schön von der Sonne angestrahlt. Also das sind im Moment ideale Voraussetzungen für einen sehr, sehr, sehr schönen roten Sonnenaufgang. Hoffe ich mal, dass das was wird. Ja, ich habe jetzt schon mal die ersten Belichtungen gemacht. Einmal ohne Filter, also ohne einen Verlauffilter. Da fing der Himmel so ein bisschen an zu blinken. Beim zweiten Bild habe ich dann ein 06 Reverse aufgebaut. Und jetzt warte ich mal, wie sich das Ganze hier noch so verändert. Ne? Ja, und falls ich nachher noch ein bisschen Zeit habe, da vorne 100 Meter weiter, da befindet sich auch noch eine Buhne. Vielleicht nehme ich die auch noch mal mit. Das ist immer so eine Sache. Ich bin lieber dafür, ein Motiv anständig zu machen, anstatt morgens bei Sonnenaufgang oder abends beim Sonnenuntergang 20 verschiedene Locations abzuklappern. Aber Legenden zufolge soll es wirklich Personen geben, die schaffen, 3 Locations, die kilometerweit auseinander liegen, an einem Sonnenuntergang. Also ich habe da mal irgendwie mal was gehört. Das muss ein wahrer Fotograf sein. Wie ihr seht, das ist mein Bildaufbau. Der Steg, Slip-Anlage, keine Ahnung, kommt so aus der linken unteren Ecke. Führt so schön diagonal ins Bild. Sonnenaufgang wird nachher ungefähr an der Stelle sein. Und ja, ich habe jetzt 06 Reverse drauf. 20 Sekunden, Blende 10. Ihr seht, wenn ich darauf tippe, die Belichtungswaage zeigt, das ist ein bisschen zu hell. Wir können ja ruhig mal ein bisschen weiter abblenden. Blende 14, 20 Sekunden. Einmal schön fokussieren, auslösen und ab geht die Post. Schön gespenstisch. Und jetzt seht ihr da hinten am Horizont schon. Also die Wolken fangen so allmählich an zu leuchten. Da bin ich gleich mal sehr gespannt, was da gleich passiert. 20 Minuten noch bis zum Sonnenaufgang. Die richtige Show beginnt aber vorher. Ne? Also vielleicht ist es in 5 bis 10 Minuten schon soweit. Kann ich jetzt auch noch nicht so genau sagen. Der Filter ist noch sauber. Mal wieder auf die andere Position zurück. Und im Moment arbeite ich auch noch ohne ND-Filter. Jetzt werden ja auch ohne ND-Filter, jetzt wird es ja immer heller, die Belichtungszeiten werden immer kürzer. Ich hatte ja eben so um die 20 Sekunden. Jetzt sind es nur noch so um die 6. So, man sieht, es geht wirklich los jetzt. Also Viewfinder hat wirklich, also da muss ich erstmal schon vorausholen, glaube ich, wo wirklich nicht zu viel versprochen. Das wird immer besser. Also ja, richtige Entscheidung, heute Morgen loszufahren. Das
oder? Im Moment geht es aber auch irgendwie nicht weiter, habe ich das Gefühl. Also die Farbe geht gerade wieder so ein bisschen raus. Also hoffentlich kommt da noch was. Es sind noch 11 Minuten. Sekunden, Blende 13. Ja, 1.06 Reverse und 1.06 Soft. 0.6 Reverse, 0.6 Soft. Falls euch wundert, warum ich gerade mit meiner Kamera gesprochen habe. Die R5 kann Sprachnotizen, sollte vielleicht bekannt sein. Und da spreche ich mir einfach eine Audiodatei rein, welche Filter ich drauf habe, damit ich später weiß, welche ich benutzt habe. Ne? Seht ihr ja, blende ich im Video ja immer ein. Und Lightroom kann auch diese Sprachnotizen lesen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch mal, das blende ich euch mal ein. Darüber habe ich vor einiger Zeit auch schon mal ein Video gemacht. Oh, ist das herrlich, auch endlich mal wieder einen Sonnenaufgang zu haben. Also in der letzten Zeit hatten wir ja auch wirklich nur Mistwetter. Da tut das mal richtig gut. Also endlich tut sich was. Ich glaube, ich muss mal den Reverse-Filter, den 06er, den tausche ich vielleicht mal gegen einen 09er oder so aus. Weil das wird hier natürlich gleich ein bisschen heller werden. So, allmählich füllt sich auch der Strand mit Leuten. Da hinten kommen schon die ersten Leute mit Hund. Aber bis jetzt ist hier keiner in meiner Nähe. Also, aber ich glaube, hier hinten irgendwo, ich habe hier irgendwo ein Schild gesehen. Ich glaube, hier beginnt auch der Hundestrand. Was ich richtig schön finde, ist das von der Sonne. So eine schöne Reflexion auf den leicht feuchten Holz gibt. Hier hinten ist es leider nicht feucht genug. Vielleicht sollte ich mal meine Kamera ein bisschen weiter nach da bewegen, dass die Reflexion ein bisschen weiter raus aus Meer wandert. Und da ist es ja nass. Ne? So, 44 Sekunden bis zum Sonnenaufgang. Beziehungsweise 34 Sekunden. Da hinten sieht man auch schon einen fetten Feuerball. Also so, da ist der Hotspot. Das sieht schon ganz cool aus. Was ich eigentlich schade finde, ist dieses Geländer hier. Das nervt so ein bisschen irgendwie. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass es eher auf der anderen Seite wäre. Naja, was wir es machen. Aber trotzdem. So, da ist die Sonne. Wir sehen, ob wir da noch einen schönen Blendenstern haben, hinkriegen. Jetzt mache ich mal Blende 18. Das ist so wirklich das Maximum, was ich meiner Kamera antue. Sonst haben wir hier Beugungsunschärfe. Und jupp, einen kleinen Blendenstern haben wir da auch. Ich bin jetzt mal auf die andere Seite der Seebrücke, des Steges gegangen, weil hier vorne befindet sich so eine schöne Gruppe mit Steinen. Und wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen niedriger positioniere, habe ich das als Vordergrund, passe das mit den Wellen so ein bisschen an und
ja, denke mal, das wird auch noch mal ganz nett. Die Slipanlage, Steg, Seebrücke, keine Ahnung, wird dann seitlich so ein bisschen angestrahlt. Die Sonne ist da drüben und denke mal, das könnte noch mal so zum Finale noch mal ganz nett werden. Muss ich natürlich jetzt mit dem Stativ erstmal wieder weiter runter. Den Reverse-Filter werde ich jetzt wohl nicht mehr brauchen, weil die Sonne ja nun nicht im Bild ist. Das hilft mir auch beim Einrichten so ein bisschen. So, jetzt hole ich allerdings wieder meinen heißgeliebten Kabel-Fernauslöser raus, weil ich mit dem 2-Sekunden-Timer jetzt nicht arbeiten möchte. Hier kommt es ja jetzt gerade so ein bisschen auf das Timing drauf an. Und ich will natürlich auch verwacklungsfrei arbeiten. Also nehme ich doch lieber den Fernauslöser. Fokus liegt hier vorne auf dem ersten Stein. Mal schöne Wellen abwarten. Aber das gefällt mir irgendwie nicht ganz so sehr. Naja, ist so, ne? Wahrscheinlich verschwindet die Sonne auch gleich, weil die steht schon jetzt so einen Daumen breit über dem Horizont. Und da hinten ist auch die Wolkenkante, wo sie sich dann wahrscheinlich gleich hinter verstecken wird. Aber ich habe schon mal ein bisschen was. Also das, was ich da hinten aufgenommen habe, da auf der anderen Seite, vorm Sonnenaufgang, das gefällt mir richtig gut. Das hier, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist nicht mehr ganz so nach meinem Geschmack. Es sei denn, ich kriege da noch was hin. Ihr möchtet euch Filter kaufen, habt aber absolut keinen Plan, was ihr euch kaufen sollt, dann schaut doch mal auf meine Webseite, da habe ich euch einen sehr umfangreichen Blogartikel geschrieben. Es geht anfangs um ND-Filter, um einfache Langzeitbelichtungen zu machen. Da erkläre ich euch denn, welche Stärken ihr euch am besten kauft. Und wenn es später noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen soll und ihr möchtet euch ein Filtersystem kaufen, auch da findet ihr ausreichend Informationen. Dort findet ihr Informationen über Verlauffilter, welche Arten von Verlauffiltern es gibt und welche Stärken euch am besten später kauft. Ja, und zu guter Letzt könnt ihr über mich dann auch einen 7% Gutscheincode von meinem Filterpartner Nisi bekommen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, so Leute, die Sonne verschwindet jetzt hinter der Wolke. Deswegen macht das für mich auch keinen Sinn mehr, hier großartig noch hier zu bleiben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder viel Spaß gemacht und ja, klickt fleißig auf Like und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann natürlich würde ich mich auch wieder wahnsinnig über ein Abo freuen. Dann nochmal danke für die Anteilnahme letztens. Ich hatte natürlich nicht wirklich verraten, worum es ging, aber viele haben sicherlich schon vermutet, was da ungefähr war. Naja, dafür euch nochmal einen herzlichen Dank. Auf jeden Fall habe ich dann heute auch mal die Chance genutzt, mal wieder rauszukommen. Und die Ergebnisse sind ja durchaus sehenswert, würde ich mal sagen. Naja, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dennis.